Gott, meine Lip-Liner-Sammlung ist angefragt worden und ich habe mir gedacht, weil das Video relativ klein ist, weil ich habe da nicht so viele drinnen, zeige ich euch die ganz schnell und dann werden dann im Laufe der Zeit die anderen Sammlungsvideos kommen. Ich habe da ganz zwei Mini-Mini-Lip-Liner. Ich hoffe, ich habe keinen Lip-Liner vergessen. Es kann sein. Ja, einen Essence Nude Lip-Liner habe ich noch in meiner Handtasche, aber den gibt es, glaube ich, sowieso nicht mehr. Also bringt das nichts, euch den zu zeigen. Den seht ihr dann irgendwann einmal in einem Aufgebraucht-Video. Da habe ich zwei MAC Lip Liner in Miniatur. Der war wirklich ein bisschen kleiner. Das ist dieser InSinch Lip Liner. Der ist rosa. Den trage ich auch sehr, sehr selten. Den trage ich meistens, wenn ich so rosa eine Lippenstifte oben habe. Und dann habe ich noch den Lip Liner Naked. Die beiden versuche ich aufzubrauchen. Deswegen sind die auch so klein. Und deswegen sind die da auch woanders drinnen und nicht da drinnen, weil ich die versuche aufzubrauchen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, MAC Lip Liner Junkie bin ich keiner mehr. Weil, Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber irgendwie finde ich die MAC Lip Liner nicht so gut wie andere. Fangen wir an. Ich habe zwar trotzdem noch viele MAC Lip Liner, ich versuche jetzt mal die rauszufischen. Der Grund, warum ich Lip Liner nicht so gerne mag, ist, dass die einfach viel zu hart von der Mine sind. Ich reiße mir da meistens meine Lippen voll auf damit. Ich weiß nicht, ob sie die Textur jetzt verbessert haben, ich habe keine Ahnung. Aber mir sind die alle zu hart, wirklich. Ich habe zwar viele von MAC, wirklich, also viele. Ich glaube, das war früher ein bisschen mehr. Ich glaube, ich habe einen sogar schon mal leer gemacht. Also jetzt sehe ich gerade da 3, 4, 5 sind es mit den beiden, die ich noch habe. Wenn ich jetzt keinen übersehe. Aber das werden wir ja dann gleich sehen. Na, ich habe da noch einen. Da ist noch einer. Ein Limited Edition. Nein, ist am Boden gefallen. Oh Gott. Das war ja mal wieder typisch. So, der mir gerade am Boden gefallen ist, war ein Limited Edition Lip Liner Flow Me Align. Den finde ich aber gut, weil der war nicht so fest, also nicht so hart von der Mine her. Den mag ich sehr, sehr gern für roten Lippenstift. Das ist der einzige von MAC, den ich eigentlich sehr gerne auch benutze. Ja. Dann habe ich hier noch den Vino. Den mag ich auch eigentlich gern von der Farbe her. Den benutze ich auch sehr, sehr oft. Den habe ich, glaube ich, im letzten Video oben gehabt, wo ich drüber dann noch den irgendeinen MAC Lippenstift oben gehabt habe. Fragt mich aber jetzt nicht, welchen. Ich habe es vergessen. Dann habe ich noch den Embrace Me. Den trage ich meistens, wenn ich pinke Lippenstifte oben habe. Besonders den Ken Yam Yam oder andere pinke. Ich meine, in dem Video kommt er jetzt gar nicht so pink rüber, aber er ist pink. Ja, den mag ich auch sehr, sehr gern. Wirklich, wirklich gerne. Dann habe ich noch einen Lip Liner Magenta. Den mochte ich eigentlich auch sehr gerne. Das Problem ist halt nur, dass die so hart sind. Jetzt, wo ich sie auf der Hand auch auftrage, merke ich es trotzdem auch. Ich meine, die Farben sind wunderschön, aber sie sind wirklich, wirklich hart von der Mine her. Deswegen kaufen, glaube ich, würde ich sie mir nicht nochmal. Ich glaube nicht. Den habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen. Das ist von... Sie hat es mir gesagt. Ich glaube von Primark einer. Der ist aber schön weich. Ich meine, die Farbe ist sowieso mein Ding. Und der ist schön weich. Also ich habe ihn noch nicht verwendet bis jetzt. Also noch nicht angespitzt. Also ich weiß nicht, wie er ist. So, dann habe ich ganz, ganz viele verschiedene. Zum Beispiel den hier. Das ist einer von Inglot. Habe ich mir mal einbildet, benutze ich kaum, weil ich nicht weiß, wie man den spitzt. Ich habe ihn nämlich mal gespitzt und dann kam das dabei raus. So schaut er jetzt aus. Also, ja. Von dem bin ich nicht so der Fan und ich überlege auch, ob ich den aussortieren soll. Weil ich ihn auch irgendwie nicht so mag. Weil man ihn auch nicht spitzen kann. Dann habe ich hier einen von Clinique. Die mag ich echt gerne von Clinique. Die sind wirklich gut. Das ist nur 7 Intense Blush. Der ist echt, echt schön. Ich hätte euch von dem anderen MAC auch ein paar Swatches machen sollen. Der sieht so aus. Ist der perfekte Nude-Ton. Nur bei denen darf man nicht so weit rausdrehen, weil sonst kriegt man die nicht mehr rein. Also bei denen muss man echt aufpassen. Was ich noch gern mag, sind die Makeup Factory. Da habe ich auch einen in der Arbeit. Den kann ich euch jetzt leider natürlich deswegen nicht zeigen. Aber der schaut fast so aus wie der von Primark, der... Das ist der von Primark und das ist der von Makeup Factory. Die gibt es so in der Form nicht mehr. Die schauen jetzt anders aus. Die haben den Pinsel nicht mehr dran. Aber es gibt die Farben, glaube ich, gibt es noch. Und ich finde die wirklich, wirklich gut, die Lip Liner. Ich verkaufe die auch gern, weil die mag ich echt gern. Das sind wirklich Lip Liner, die man verkaufen kann, weil die wirklich gut sind. So, dann habe ich noch zwei Catrice. Weil ich ja so eine Orange-Phase hatte, habe ich mir die mal gekauft.
Ich habe die bis jetzt noch nicht verwendet, weil ich jetzt schon lange keine orangenen Lippenstifte mehr tragen habe. Die sehen so aus, die gibt es aber auch nicht mehr. Die gingen aus dem Sortiment. Dann habe ich hier P2 und ich hoffe, das sind alle. Ich hoffe es wirklich. Ich glaube aber schon. Lass mich mal kurz durchschauen. Ich habe so viele, das ist echt abnormal. So, dann habe ich 3 P2. Einmal habe ich den 171 Magenta. Die sind eigentlich auch gut. Die trage ich nur so selten, weil ich halt an P2 nicht mehr drankomme. Also. Die sind auch wirklich nicht schlecht. Dann habe ich hier den Grape. Den habe ich auch oft tragen in ein paar Videos. Den finde ich auch so schön. Das sind so richtige Herbsttöne jetzt. Das ist eh so mein Ding in letzter Zeit. Und dann habe ich noch den Aubergine. Der sieht so aus. Und Fairness halber suche ich jetzt nochmal die MAC raus und swatche euch die nochmal auf meiner Hand. Also, das ist in Cinch, Naked, das ist der rote Limitierte, das ist Vino, Embrace Me, Magenta, glaube ich, heißt der andere. Ich glaube es. Ich bin mir nicht sicher. Die waren beim Auftrag jetzt auch sehr, sehr schmerzhaft, sage ich euch nur. Also MAC Lip Liner würde ich mir wirklich nicht mehr nachkaufen. Die würde ich mir immer wieder nachkaufen. Das sind die Astor Lip Liner. Den jetzt nicht unbedingt, den habe ich mir nur zwangshalber gekauft. Die Mine ist so hart. Ich überlege auch, ob ich den einfach verschenken soll. Da ist er. Oder mit einem Feuerzeug vielleicht probieren. Der heißt, wo ist denn sein Name? 32 Rosewood. Deswegen habe ich mir noch gekauft wegen Pretty Delias Rosewood, ihr wisst schon. Suchter, Süchtler, so nennt man das. Da habe ich ja viermal denselben. Den habe ich jetzt schon ewig nicht mehr verwendet. Das ist mein absoluter Lieblings-Lip-Liner von Astor. Das ist dieser rosa Ton. Ich weiß nicht, ob ich euch einen swatchen kann, weil da sind keine verwendet. Nicht einmal ein einziger ist verwendet. Die letzten, die ich mir nämlich gekauft habe, war von Bieber, weil die ja bei Müller rausgegangen sind, leider. Also ich habe die viermal, nur damit ihr Bescheid wisst. Und ich swatche euch den, der was abgezeichnet ist, weil den werde ich sicher irgendwann brauchen, wieder für eine Arbeit. Ja. Da. Ich liebe den. Ich liebe, 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 liebe den. Ich hoffe, das geht nie raus, weil bei DM habe ich gesehen, dass die Astor noch haben. Und bei Bieber auch. Also ich hoffe, das bleibt. Weil sonst muss ich mir die megamäßig bunkern. Ich weiß, ich bin ein Opfer, aber das ist bei den Liplinern nun mal so. Dann habe ich dreimal den Invisible von Essence. Ich habe auch ganz, ganz gerne habe ich diese Drehbahn von Essence, diese Lipliner. Seht ihr gleich? Die sehen so aus. Das sind die Transparenten. Da habe ich bis jetzt noch keinen verwendet. Aber für so ganz, ganz dunkle, wo ich keinen Lipliner habe, habe ich mir gedacht. Oder für zu helle, wo ich mir denke, könnte ich benutzen, habe ich mir die als Backup gekauft. Ich weiß, ich bin gestört. Was soll's? Who cares? Dann habe ich noch einen von meinen Backups von dem Peach Beauty. Das ist ja einer, der was aus dem Sortiment gegangen ist. Leider, weil das war einer meiner... Die nehmen immer meine raus. Das macht mich immer aggressiv. In der Mitte ist er. Da. Das ist der... Den habe ich auch schon öfter aufgebraucht, habt ihr auch schon in ein paar Videos gesehen. Also die drehbaren Lip Liner von Essence liebe ich, es gibt keine besseren. Und dann, oh, da hat sich ein Yves Rocher dazwischen geschlichen. Die finde ich okay. Die benutze ich gern zu meinen roten Lippenstifte. Weil da gehe ich gern dann über die Farbe drüber, egal welche Rotton. Also die finde ich auch okay, die drehbaren von Yves Rocher. Kommen wir zu meinen limitierten von Essence. Das war aus dieser We Are Flawless, glaube ich, hat die geheißen. Da habe ich zweimal den pinken und zweimal den dunklen. Swatchen werde ich euch jetzt nicht, weil die sind noch relativ neu. Und ich will ja keinen antätschen. Oder soll ich? Soll ich nicht? Soll ich? Nein, ich will nicht. ja. Die habe ich auch noch nicht probiert, weil die sind da limitiert gewesen. Das waren die drei, die vier hier. Ich kann euch die gar nicht so gut zeigen, weil die haben ja diese, diese Herzchen dran. Seht ihr das? Ja. So, ich habe es euch jetzt falsch rumgezeigt. Ich bin ja intelligent. So. Ja. Schön. Wunderschön, oder? Also, habe ich jetzt bis jetzt noch nicht probiert, weil die sind ja auch limitiert und ich wollte ein bisschen sparsam damit umgehen. Aber das sind fast alle meine Lip Liner. Ich habe jetzt, wie gesagt, noch einen dunkelroten in der Arbeit, weil ich habe einen... Ich muss jetzt ein bisschen runter... Zurückrutschen, sonst bin ich zu nah. Ich will euch ja nicht erschrecken.
Ja, also ich bin ein richtiger Lip-Liner-Junkie. Ohne Lip-Liner geht bei mir gar nichts mehr. Also ich habe immer drunter einen Lip-Liner, egal welchen Lippenstift, auch wenn es Nude-Lippenstifte sind. Wobei ich aber sagen muss, bei den beiden, die hasse ich wie die Best. Also ich bin froh, wenn die beide leer sind. Das sind dann diese MAC. Die trocknen so meine Lippen aus. Ich meine, ich habe ihn euch eh schon da geswatcht, aber wenn ihr das seht, die trocknen so dermaßen meine Lippen aus. Ich habe letztes Mal ausgeschaut, da waren wir eh bei Tiki Max auch, meine Freundin und ich, wo ich das letzte Mal beim Tiki Max war. Ich habe ausgeschaut, Leute. Deswegen habe ich überlegt, die nur noch bei Videos oben zu, also raufzugeben und die von Essenz dann zu tragen, wenn ich vor Ort gehe. Ich würde mir nie wieder MAC Lip Liner kaufen. Ich weiß nicht, ob sie die verbessert haben, habe ich euch ja eh schon gesagt, aber ich würde sie mir niemals nachkaufen. Nein. Lip Liner sind Sachen von MAC, die ich nicht so mag. Es gibt viele Sachen, die ich mag, aber die können auf jeden Fall nichts dazu. Für mich zumindest. Da finde ich die von Essence viel, viel besser, die zum Rausdrehen. Oder Astor. Die beiden Marken Lip Liner-mäßig sind absolut meine Lieblinge. Ja. Das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist angefragt worden und ich fand das auch interessant, weil ich auch vor kurzem erst meine Lippenstifte gemacht habe. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt mir schreiben, welche ihr am liebsten mögt an Lip Liner oder ob ihr überhaupt keine tragt. Das würde mich auch interessieren. Trägt, nicht tragt. Ja, Deutsch ist schwer. Also sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!